Ein Blick auf den PC und los geht's. Landwirt Bernhard Arendt ist auch bei der Maisernte online. In Windeseile macht der Häcksler den Mais kurz und klein. Der Minicomputer im Trecker gibt erneut das Startsignal. Alle 5 Minuten biegt hier ein Ladewagen zur Wolfhager Biogasanlage ab. Im Bauwagen am PC steuern Klaus Anduschus und Reinhard Knipker vom Maschinenring das reale Erntespiel. Per Mausklick tauchen alle Einsatzfahrzeuge an ihren Positionen rund um Wolfhagen auf. Hier wird die Ernte per Computer erstmals getestet. Auf 80 Feldern, die den 34 Betreibern der Anlage gehören. 8000 Tonnen Maissilage laden die Fahrzeuge auf der riesigen Betonfläche ab. Eine echte Schneeraupe räumt auf und walzt alles platt. 6 Meter hoch wächst der Silageberg noch an. Ab Dezember wird die Biogasanlage im Regelweg angefeuert und produziert dann 70 Megawatt Strom pro Stunde. Und Wärme für die Wilhelm-Pilchner-Schule.